Eben noch angekündigt, jetzt ist er schon im Bild, Professor Henrik Streeck. Ich grüße Sie ganz herzlich, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, schönen guten Tag. Herr Streeck, der Bundesrat hat heute also die Verkürzung der Quarantänezeit besiegelt. Ist das angesichts der Situation, in der wir uns in der Pandemie gerade befinden, die angemessene Maßnahme? Ja, ich denke, das ist ein sehr pragmatischer Umgang. Wir sehen ja, wie die Fallzahlen hochgehen. Omikron bringt ja vor allem auch mehr mildere Verläufe, auch mehr asymptomatische Verläufe. Aber wir haben das Problem, dass viele Menschen gleichzeitig krank werden könnten. Und vor allem in den kritischen Infrastrukturen, also nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch im Elektrizitätswerk, im Wasserwerk, und bei der Müllabfuhr oder Ähnliches. Daher ist es der richtige Weg zu sagen, dass, wo wir sowieso wissen, dass die Infektiosität ja auch verkürzt ist, ist es wichtig, diesen Zeitraum zu verkürzen, eben so lange, wo jemand auch das Virus noch weitergeben kann. Und es wird ja auch getestet danach und geschaut, ob noch Virus da ist, ob jemand potenziell das Virus noch weitergeben kann. Also ich halte das für einen guten Vorschlag und einen guten Weg und freue mich, dass das auf den Weg gebracht wurde. Herr Streeck, das Freitesten via PCR oder Schnelltest, was gilt es da zu beachten? Welche Fallstricke könnten da eventuell lauern? Ja, also ein Problem, das ist ja jetzt auch mehrfach schon besprochen worden, dass wir nicht unendlich Kapazitäten für PCRs haben. Das liegt zum Teil an der Chemie, also den Reagenzien, aber auch an der Plastikware. Daher wird nicht jeder getestet mit PCR, um sich freitesten zu lassen, aber das ist auch gar nicht notwendig. Weil wenn man das Antigen nicht mehr mit einem Antigen-Schnelltest oder auch mit einem Antigen-Test, der im Labor durchgeführt wird, nachweisen kann, dann liegt auch eigentlich keine Infektiosität vor, sodass man auch überlegen könnte, ganz auf den bei der Freitestung ganz auf den PCR-Test zu verzichten, sondern um ganz auf den Antigen-Test zu gehen. Anders verhält es sich in der ersten Phase der Infektion, weil dort ist der PCR-Test einfach so sensitiv, dass er in jedem Fall eine Infektion auch nachweisen kann. Herr Professor, wir müssen noch mal über die Ausnahmeregeln sprechen. Kontaktpersonen also von Infizierten, die nach einer Boosterimpfung oder einer frischen Zweitimpfung nicht mehr in Quarantäne müssen. Ärztevertreter sehen das mit gewissen Ängsten, fürchten einen stärkeren Anstieg der Infektionszahlen zurecht? Ja, also mit den Quarantäneregeln kann es natürlich sein, dass da mal eine Infektion übersehen wird. Und man kann da ja auch vorschlagen, etwas pragmatischer vorzugehen und häufiger einen Antigen-Test vorzuschreiben oder zu sagen, dass man sich alle 2-3 Tage in jedem Fall testen lassen sollte. Aber vielleicht ist das auch ein Appell an die Bürger, zu sagen, ja, ich hatte jetzt einen Risikokontakt, einen Hochrisikokontakt und ich könnte auch immer noch mich infiziert haben und das Virus weitergeben. Ich lasse mich lieber einmal mehr testen als weniger. Schmutzige Impfung, das sind so zwei Wörter, die mittlerweile auch schon bei uns im Sprachgebrauch angekommen sind. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ist es aus virologischer Sicht denn begrüßenswert? Herr Stör zum Beispiel glaubt, dass es das wäre. Ja, also ich teile da die Ansicht nicht, dass man absichtlich sich infizieren oder einer Infektion aussetzen sollte. Die beste Impfung, die wir haben, ist, sich wirklich mit dem Impfstoff impfen zu lassen. Also ob jetzt BioNTech, Moderna oder sogar AstraZeneca oder Johnson & Johnson. Das ist vielmal sicherer, sich impfen zu lassen mit einem Impfstoff, als sich einer Infektion auszusetzen. Uns muss allen klar sein, wir werden alle irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren Kontakt mit dem Coronavirus machen. Und ich für meinen Teil, und so hält sich auch, das sieht man auch bei mir in dem Umfeld, alle sind der Meinung, dass es besser ist, sich dem Virus auszusetzen oder einen Kontakt mit dem Virus zu machen, indem man vorher geimpft war, also vorher vorbereitet war, trainiert war. Und jetzt das Virus durchlaufen zu lassen, das wird so oder so passieren, dass das Virus durchläuft, aber wir können es nicht forcieren und man sollte sich gut vorbereiten darauf. Herr Streeck, Sie als Virologe, welche Veränderungen des Virus, worauf müssen wir uns da noch einrichten? Was könnte da noch kommen? Eine Variante,
wie soll ich sagen, noch ansteckender als Omikron, aber parallel dazu eben auch noch schlimmer im Verlauf. Ist das möglich irgendwann im Herbst oder werden wir etwas sehen, dass das Ganze irgendwie immer ungefährlicher wird? Ja, also diese Vorhersagen, wie sich Varianten entwickeln, welche Mutationen auftreten werden, das haben wir für kein Virus bisher geschafft. Wir versuchen es ja auch schon immer mit der Grippe und manchmal liegen wir da in den Jahren ziemlich falsch in der Vorhersage, was für ein Virus dominant werden könnte. Wenn man jetzt das Virus mal im Gedankenspiel vermenschlicht und sich vorstellt, was will das Virus eigentlich? Naja, es möchte gut übertragbar sein und möchte lange im Menschen bleiben. Und da ist Omikron schon eine sehr gute Variante, muss man sagen, weil ist es mehr in den oberen Atemwegen und wird dadurch leichter übertragen. Es macht den Menschen auch nicht mehr so schwer krank, also in den unteren Atemwegen mit einer Infektion. Und dadurch wird es auf der einen Seite besser weitergegeben. Zum anderen merkt der Mensch es vielleicht auch gar nicht so häufig, weil er nicht so stark krank geworden ist und hat eben auch eine erhöhte Übertragbarkeit. Da kann man sich vorstellen, dass wir jetzt schon bei einer Variante sein könnten, die sich längerfristig durchsetzt. Aber meine Hand für ins Feuer legen kann ich nicht. Schauen wir vielleicht auf einen Aspekt, der gerade in diesen Tagen sehr diskutiert wird, die Luca-App, die künftig sehr wahrscheinlich nicht mehr in allen Bundesländern genutzt werden wird. Wie sinnvoll sind denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch Kontaktnachverfolgungen? Ja, da sprechen Sie einen schwierigen Punkt an. Es ist in der Tat so, dass die Kontaktnachverfolgung bei so hohen Fallzahlen irgendwann nicht mehr funktioniert. Vor allem haben wir es bei dem Virus ja auch mit einer Variante zu tun, die eine verkürzte Generationszeit hat, also Menschen häufiger auch asymptomatisch oder präsymptomatisch übertragen, sodass man bei so einer verkürzten Generationszeit, also wie häufig sich das Virus quasi verdoppelt, man andere Maßnahmen viel besser wirken können, die nicht vom Zeitpunkt, also von der Zeitachse abhängig sind. Damit meine ich, dass Maske tragen, zum Beispiel auch noch eine höhere wertige Maske tragen, besseren Effekt hat als zum Beispiel Kontaktnachverfolgung. Auch die regelmäßige Testung, also regelmäßiges Antigentestung, hat einen besseren Effekt, als zu versuchen, jetzt noch den einen möglichen Infizierten zu finden. Also ich glaube, wir werden viel mehr auf solche Säulen die Pandemiebekämpfung stellen müssen, als zu versuchen, wirklich jeden einzelnen Infizierten zu finden. Wir sehen es aus dem Sommer, da hatten wir niedrigste Fallzahlen und wir haben es trotzdem nicht geschafft, darüber das Virus zu kontrollieren. Herr Strick, wir müssen noch mal über die Impfpflicht sprechen. Sie haben sich da ja schon ein paar Mal relativ skeptisch zu geäußert. Gestern Karl Lauterbach, der dann mit Kant um die Ecke sogar kam, um da noch mal für zu plädieren. Können Sie ihm da folgen? Schauen Sie, ich bin ein kompletter Impffan. Ich bin dreifach geboostert. Ich finde es eines der besten Erfindungen in der Medizin, weil es wird das eigene Immunsystem trainiert, um ein Virus zu begegnen oder einen Erreger zu begegnen. Und es ist eben auch noch kostengünstig dafür, also als Maßnahme. Eine Impfpflicht kommt für mich in Frage bei Viren zum Beispiel, die wir ausrotten können und wo wir eine sterile Immunität erzeugen können. Das können wir bei diesem Virus gar nicht. Wir können noch nicht mal bisher vorhersagen, hatten wir ja eben im Gespräch, ob wir welche Variante potenziell noch kommen kann. Und zusätzlich haben wir weder bisher einen guten Überblick, wie lange die Schutzdauer und Schutzwirkung ist. Das sind so viele medizinisch ungeklärte Fragen in meinen Augen, dass ich eine Impfpflicht sehr, sehr kritisch sehe. Und wo man sich die Frage stellen muss, ob man durch eine richtig gute Aufklärungskampagne, auch wo man Beratungsstellen einrichtet, wo jemand auch anrufen kann, um sich eine Zweitmeinung zu holen, ob man darüber nicht noch mehr erreichen kann, mehr Menschen sich impfen lassen, als wenn man jetzt den Zwang aufsetzt, sich impfen zu lassen mit einer Impfpflicht. Wir sehen es ja im Moment in der politischen Debatte im Bundestag, dass mit den Anträgen, die dazu führen sollen, dass man sich eben wirklich auch austauscht zu diesem Thema. Aus der Sicht des Virologen, mal unabhängig von Ihrer persönlichen Haltung zur Impfpflicht, aber wenn man da jetzt schon einen Antrag einbringen will, was muss und was kann und soll da eigentlich drinstehen in solch einem Entwurf?
Nee, es muss in jedem Fall in meinen Augen drin stehen, wie häufig man geimpft werden sollte, also was eigentlich eine Grundimmunität ist oder wodurch ein voller Impfschutz besteht. Ist es jetzt die Zweifachimpfung? Ist es die Dreifachimpfung? Soll es eine Verpflichtung geben, sich einmal im Jahr impfen zu lassen zur Winterwelle? Oder und bezieht sich das auf die gesamte Bevölkerung? Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir nicht dauerhaft jetzt gegen Corona impfen, wo wir eigentlich auch wissen, dass wir eine Grundimmunität schon mit einer Zweifachimpfung erreichen. Man kann sich dann trotzdem infizieren, aber der Verlauf ist nicht mehr so schwer. Wir haben ja verschiedene Arten des Immunsystems, einmal die Antikörper, die vielleicht dann auch schwächer werden im Verlauf, also auch verschwinden. Aber auf der anderen Seite haben wir eben die T-Zell-Immunantworten und die sind relativ stabil und die schützen vor einem schwereren Verlauf. Also solche Fragestellungen müssen geklärt sein in meinen Augen, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt über Schutzdauer, Wirkung oder Variantenbildung noch reden. Herr Strick, ich würde ganz gerne auf eine Besonderheit schauen, die wir gerade erleben in einigen Regionen. Pflegekräfte und Heimbewohner, die nicht geimpft sind, das auch nicht wollen. Mit der kommenden Impfpflicht, wenn sie dann kommt, würden dann aber eventuell auch viele Pflegekräfte fehlen, weil die dann einfach sagen, okay, dann mache ich den Job halt nicht mehr. Wie gehen wir damit um? Haben Sie eine Idee? Ja, das ist wirklich eine wichtige politische Frage. Die wurde ja auch im Vorfeld erörtert, dass es angeblich nicht so viele Pflegekräfte wären oder medizinisches Personal wäre, was aufgrund einer Impfpflicht dann nicht mehr arbeiten würde. Aber es ist ein sehr wunder Punkt. Wir haben viel zu wenig Pflegepersonal. Wir haben über die Pandemie ja wirklich schmerzhaft gelernt, was für einen Personalmangel wir da haben und haben auch mitbekommen, dass ja noch doch viele diesen Beruf verlassen haben in den letzten Monaten. Daher wäre ich vorsichtig, dass wir aufgrund einer Impfpflicht Pflegepersonal verlieren. Aber wie viele das sein werden, das kann ich nicht einschätzen. Aber sollte etwas sein, was natürlich auch politisch ja, erörtert wird, um auch zu sehen, dass man sich dann nicht noch mehr Schaden anrichtet durch eine Impfpflicht. Das kann ich aber selber nicht einschätzen. Herr Professor, wenn wir auf die Gesamtsituation in Deutschland schauen und dann mal ein bisschen den Blick schweifen lassen in die Nachbarländer, lassen Sie uns gucken nach Dänemark zum Beispiel, wo man einen völlig anderen Weg im Moment geht, trotz einer noch mal deutlich, deutlich höheren Inzidenz als hier bei uns, oder auch nach Großbritannien schaut, wo man das Gefühl hat, die lassen das eher so ein bisschen durchlaufen. Sind wir hier gerade so ein bisschen auf dem pandemischen Holzweg? Ja, das würde ich wirklich nicht sagen, dass wir auf dem Holzweg sind. Wir sehen ja den starken Anstieg der Infektionszahlen und ich finde es erstmal richtig, dass man vorsichtig dieser Welle begegnet. Wir hatten das Glück zu sehen, was in den anderen Ländern passiert. Wir konnten uns darauf vorbereiten. Jetzt ist die Welle bei uns angekommen und jetzt müssen wir erstmal sehen, was bei uns eigentlich damit passiert. Wir werden ja auch noch mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen rechnen müssen und wir sind sowieso schon auf einem Rekordhoch in den Inzidenzen. In den anderen Ländern ist es in der Tat so, dass man da sehr viel höhere Infektionszahlen zulässt. Da gab es zum einen auch in einigen Ländern höhere Impfquoten. In einigen Ländern gibt es auch mehr Menschen, die schon Kontakt mit dem Virus hatten, sodass es mehr eine Grundimmunität durch, also eine natürliche Immunität gibt. Ich denke, wenn wir aber in den nächsten Wochen dann sehen werden, wir kommen damit gut klar und diese Infektionen sind jetzt nicht mehr unser Hauptproblem, und auch die kritische Infrastruktur ist nicht gefährdet, dann sollte man natürlich darüber diskutieren, ob man auch einen anderen Umgang mit der Pandemie braucht. Aber ich denke, im Moment haben wir genau den richtigen Weg zwischen Maßnahmen, aber auch Verhältnismäßigkeit gewählt. Herr Professor Streeck, ich danke für dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen großartigen Tag und ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.